Machen wir doch mal wieder passend zur Jahresmitte ein Ranking über die besten und schlechtesten Filme des Jahres, in diesem Fall 2022, über die erste Jahreshälfte. Zumindest aus meiner Sicht habe ich versucht, die Top und die Flop 10 zusammenzustellen. Heute gibt es die besten Filme, da kann man dann vielleicht noch einiges nachholen oder sagen, oh, davon habe ich noch nie gehört oder den fand ich ja richtig blöd. Robert, warum ist der in deiner Top 10? Oder bei dir fehlt dieses und jenes, das sieht man ja immer wieder gerne in den Kommentaren. Das Wichtigste ist natürlich, ein bisschen Inspiration rauszuziehen und demnächst dann auch noch die schlechtesten 10 Filme der ersten Jahreshälfte aus meiner Sicht. Und lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir direkt an. Filme, die es fast reingeschafft hätten, aber es nicht haben, sind bei mir Fresh, Red Rocket, Fantastische Tierwesen 3, The Black Phone und X. Und damit fangen wir an mit Nummer 10 der besten Filme der ersten Jahreshälfte 2022. Und das beginnt mit mir bei Massive Talent, ehrlicherweise. Nicolas Cage in der Hauptrolle spielt sich selbst, einen abgehalfterten Schauspieler, der den Zenit seiner Karriere als Super-Mega-Star bereits hinter sich hat, Geldprobleme hat, familiäre Probleme hat und vor allem ein Angebot bekommt, von einem Superfan auf dessen Geburtstag aufzutauchen in Spanien auf einer Insel für $1 Million. Das ist nämlich Javier, und als Nick Cage beschließt, dorthin zu gehen, wird Javier, der von Pedro Pascal zuckersüß gespielt ist und auch in Wahrheit ein Superfan ist, in eine rasante Geschichte zwischen Behörden, Action, halluzinogenen Drogen und ganz viel Hommagen an die eigene Karriere verwickelt. Ich habe den Film zweimal gesehen, ich finde den unglaublich kreativ, ich finde den clever gelöst, er hat so viele Genres miteinander gemischt, er ist absurd. Der ist einfach Nick Cage typisch auch abgefahren und teilweise overacted, aber auf eine Art und Weise, dass es so liebenswert ist. Also ich persönlich finde Massive Talent richtig cool. Würde ihn auch gerne ein drittes Mal anschauen. Mein Platz 10 meiner Top 10 der ersten Jahreshälfte. Auf Platz 9 hätten wir dann einen ultra brutalen Film, nämlich The Sadness. The Sadness erzählt die Geschichte, ich glaube in Indonesien, spielt von einem Paar, das morgens gemeinsam aufwacht. Sie planen eigentlich den gemeinsamen Urlaub, aber wissen auch nicht so richtig, wo es mit ihrer Beziehung hin soll. Sie geht zur Arbeit, er bringt sie dorthin, während ein Virus ausbricht bzw. anschwillt. Das Ganze ist so ein bisschen natürlich an die Corona-Pandemie angelegt und auch im Zuge dieser gedreht worden und deswegen in Indonesien und ist dabei ein ultra brutaler, blutrünstiger, teilweise auf die niedrigsten Instinkte des Menschen reduzierter Horrorfilm, weil dieser Virus eben die Menschen dazu bringt, ihren Gelüsten nachzugehen. Und da ist alles an Perversion, an Masochismus, an Sadismus drin, was man nur sehen kann. Schwer zu ertragen vielleicht auch für den einen oder anderen, da werden Sachen zerfetzt, zerrissen, zerbissen, zerschnitten, zerdrückt, zerquetscht und dann immer noch weitergelebt, dass sich das irgendwo zwischen ultimativer Zombie-Apokalypse und einem Flucht-Thriller wiederfindet. The Sadness ist in Kinos jetzt nicht wirklich prominent gelaufen, ist aber eine Nummer für sich. Auf Platz 8 hätte ich dann Nightmare Alley. Guillermo del Toro's neuer Film, auch mehrfach Oscar nominiert, dieses Jahr mit Bradley Cooper in der Hauptrolle, auch eine Cate Blanchett oder Toni Collette mit dabei, und erzählt die Geschichte von Stanton. Der ist Schausteller und er lernt irgendwann die Macht der Worte kennen und wie man Leute damit in seinen Bann ziehen kann, weil man auch in die Zukunft sehen kann, wie man zumindest so tun kann, als könnte man Dinge voraussagen und Leute glauben machen, dass dabei ein Tal voller falscher Hoffnung entsteht und damit aber gleichzeitig ein Machtgefälle und aber auch etwas, womit sich viel Geld verdienen lässt und man im Mittelpunkt scheinen kann, ist etwas, das Stanton in höheren Kreisen in Gefahr bringen wird. Er trifft auch auf eine Psychiaterin, die mit ihm gemeinsam eine ganz besondere Paarung zusammenstellt, und dann entsteht ein Film, der ganz verschiedenste Stimmungsladen abgreift, manchmal ein bisschen horrormäßig daherkommt, dann wieder Drama und Thriller auch langsam erzählt. Also Nightmare Alley, wenn ihr den nicht gesehen haben solltet, Guillermo del Toro hat ja auch immer einen ganz eigenen Stil, Filme zu inszenieren. Ich fand, der konnte so einiges. Mein Platz 8. Auf Platz 7 hätten wir Robert Eggers Film The Northman. Der ist ja für seine atmosphärisch verdichtete Stimmung in The Witch und Der Leuchtturm aufgefallen und schafft es auch in The Northman, eine Geschichte zu erzählen rund um die Wikingerkultur, die so nah dran sein soll filmisch, wie es so bisher noch nie der Fall gewesen ist. Erzählt die Geschichte mit Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Willem Dafoe und den Hauptrollen von Prinz Amlet. Prinz Amlet im Jahr 895, der sich rächen will für den Tod seines Vaters, für die Entführung seiner Mutter und das an seinem Onkel, den er dafür umbringen möchte. Das ist der gleiche Stoff, auf dem auch Shakespeares Hamlet basiert, aus einer Wikinger-Saga heraus. Und hier entsteht ein Film, der auch sehr brutal daherkommt, sehr krasse, blutrünstige Kampfeinstellung. Alexander Skarsgård teilweise so sehr wie ein Tier animalisch ausrastend und sich dem hingebend, dass ich im Kinosaal Gänsehaut hatte. Der Film hat zwar was
das Motiv angeht, im Grunde nur die Tonalität Rache, Vergeltung, Gerechtigkeit und das auf eine sehr stumpfe Art und Weise teilweise, aber was da inszenatorisch optisch einmal angefangen wird, das ist schon der Hammer. Also entweder man liebt es oder man kann damit gar nichts anfangen. Ich fand es richtig gut, im Kino leider gefloppt der Film, weil Robert Eggers als Regisseur eher einer ist, der Indie-Filme braucht. Universal hat ihm hier aber fast ein Blockbuster-Budget an die Hand gegeben, dass sich das nicht einspielte, konnte man eventuell erahnen, aber The Northman an und für sich ein richtig feiner Film. Auf Platz 6 natürlich viel umschritten, aufgrund seines Auftrittes bei den Oscars, für mich aber King Richard, der Film für sich. Ich bin kein großer Fan davon, Filme allein auf die Leistungen oder auf das Handeln nach einem Film einer einzelnen Figur oder Person zu reduzieren, weil damit hunderte, gar tausende Menschen zu tun haben und deren Arbeit, wenn man dann deswegen diese Werke gar nicht mehr anerkennt oder gar nicht mehr über sie redet, auch nicht mehr anerkannt wird. Für mich war King Richard ein Film, den habe ich zweimal im Kino angesehen. Ich fand ihn sehr imposant. Ich fand, man kann über das Thema toxische Vaterbeziehung oder auch Männlichkeit darüber sehr viel diskutieren. Will Smith spielt hier Richard Williams, den Vater von Serena und Venus Williams, der schon vor deren Geburt einen Masterplan geschrieben hat, wie man sie zu Stars machen kann, wie man sie als Teil der schwarzen Bevölkerung in eine Welt des weißen Sports einführen kann und dann das Blatt wendet, nämlich Tennis. Wie diese beiden erfolgreich wurden und dass sie Weltstars geworden sind, klar, das ist Geschichte, das wissen wir, aber der Weg dorthin steht hier im Fokus und vor allem die Figur des Vaters, der immer darauf hingearbeitet hat und klar wusste, was er macht. King Richard ist dabei eindrucksvoll, sehr viele Motive eben aus dieser Figur des Vaters, die im Fokus stecken, hat immer wieder auch starke Momente, die ich bis heute nicht vergesse und dementsprechend landet er auf Platz 6 meiner Top 10 in der ersten Jahreshälfte 2022. Auf Platz 5, erst vor kurzem auf Apple TV Plus gestartet, der Publikumsgewinner des diesjährigen Sundance Festivals und dort von Apple weggekauft, nämlich Cha-Cha, Real Smooth. Da haben wahrscheinlich die wenigsten von gehört, das ist der Film von Cooper Reif, sein zweiter richtig langer Film erst. Und er inszeniert sich auch selber als Andrew, der 22 ist, bei seinen Eltern in New Jersey lebt und eigentlich nur versucht, mit irgendeinem Aushilfsjob so viel Geld zu verdienen, um seiner Freundin zum Studium nachzureisen nach Barcelona. Aber dann kommt doch alles anders, denn auf einer Bat Mitzvah stellt sich heraus, er ist ein guter Partystarter und fortan buchen ihn eben Leute, um Partys in Gang zu bringen. Dabei trifft er aber auch auf Domino, gespielt von Dakota Johnson, und auf ihre autistische Tochter. Dabei entsteht eine unglaublich elektrisierende Stimmung und ich will nicht sagen Beziehung, aber Verbindung zwischen den beiden. Und das, obwohl sie vergeben ist. Und Momente, in denen die Luft so unglaublich prickelt und so viele schöne Momente über das Leben drin sind und vor allem auch über die Tatsache, wie es ist, eine Chance nicht zu nutzen, Dinge gehen zu lassen. Und dieser Altersunterschied, der zwischen Andrew und ihr entsteht, aber auch in ganz zwei unterschiedliche Phasen im Leben letztendlich bedient. Und das ist ein Coming-of-Age-Film, der mal nicht im Teenager-Alter spielt, sondern Anfang der 20er, wo man trotzdem noch völlig orientierungslos sein kann. Und das ist auch in Ordnung über die Frage, wo will ich im Leben eigentlich hin, was möchte ich machen, bei all diesen Möglichkeiten, aber auch bei all diesem Druck, der in der Gesellschaft auf uns hineinprasselt. Cha-Cha, Real Smooth, ein richtig feiner Indie-Film, den ich klasse fand, könnt ihr auf Apple TV Plus anschauen, mein nur Platz 5. Auf Platz 4 hätte ich Top Gun 2 Maverick. Über 30 Jahre hat es gedauert, dass Tom Cruise als Maverick zurückkehrt. Joseph Kosinski inszeniert ihn hier zusammen mit Miles Teller und Jennifer Connelly und es geht um die Geschichte dieses Mannes, der über den Rang eines Captains nie hinausgewachsen ist, der in einer Zeit, in der schwierige Kampfflugmanöver mit Drohnen, unbemannten Drohnen ausgeführt werden, auch seine Position als Kampfpiloten, auch vielleicht Fluglehrer, nicht mehr so richtig gefragt sind. Aber es gibt da eine letzte schwierige Mission, die zu lösen ist. Und dann betrifft er auf eine Gruppe von Schülern, die er ausbilden soll, darunter auch den Sohn von Goose, den Partner, den er einst verloren hat, gespielt von Miles Teller. Und dann ist dieser Film in der Storyline oft eine Kopie des ersten Teils. Jetzt nicht unglaublich brillant gedacht, vor allem auch die romantischen Parts funktionieren noch schlechter als im ersten Teil, aber Die Action ist Weltklasse. Die ist absolute Weltklasse. Top Gun Maverick sich im Kino anzugucken, ist eigentlich ein Muss, wenn man sich dafür interessiert. Da fliegt einem der Sound um die Ohren. Die Flugmanöver, die sind fantastisch. Vieles davon, fast alles, auch in diesen Cockpits gedreht während der Flugmanöver. Das sieht gut aus. Der 50. Film überhaupt, der es geschafft hat in der Geschichte, die 1-Milliarde-Dollar-Marke weltweit beim Kino-Einspielergebnis zu durchkreuzen und damit auch Tom Cruise erfolgreichster Film aller Zeiten. Also wenn ihr Top Gun 2 Maverick noch nicht gesehen haben sollte, dann ist jetzt vielleicht ein Zeitpunkt, das mal nachzuholen, läuft noch im Kino. Auf Platz 3 hatte ich Licorice Pizza, von dem haben sehr wenige gehört, der neue Film von Paul Thomas Anderson, der dieses Jahr im Kino startete, mit Elena Haim, Cooper Hoffman und Bradley Cooper unter anderem in verschiedenen Rollen, erzählt die Geschichte von Gary, der 1973 gerade mal 15 Jahre alt ist und eine Fotoassistentin kennenlernt, die deutlich älter ist als er, aber aufgrund seines Charmes, er hat auch eine eigene PR-Agentur, er ist ein Kinderschauspiel
nichts da, aber nicht unbekannter, schafft er es tatsächlich, ein Date mit ihr auszumachen. Und aus beiden entspinnt sich so eine Bindung aus Freundschaft und vielleicht auch mehr in der ursprünglichen, im Heimatort auch von Paul Thomas Anderson, und ganz intimer Film über die Dinge, die so eben im Leben passieren. Die Dinge, wo man oft nicht beschreiben kann, was ist das jetzt eigentlich zwischen uns? Und man gemeinsamer älter wird und gemeinsam Dinge erlebt. Und das ist so ein ganz herzlicher, nahbarer, echter Film, der aber auch sehr arthausig daherkommt. Also lieben oder überhaupt nichts mit anfangen können, ist hier das Thema. Mein Platz 3, Licorice Pizza. Auf Platz 2, The Batman. Als Matt Reeves, als klar wurde, dass der einen neuen Batman macht, konnte man schon hoffen, dass er bei Gutes rauskommt, weil aus dem Planet der Affen-Reihe hat er ein wahnsinnig gutes Franchise bzw. Trilogie gemacht. Robert Pattinson als Hauptdarsteller, definitiv spannend. Zoe Kravitz dabei, Paul Dano, Andy Serkis, John Turturro, Colin Farrell, Jeffrey Wright. Und es geht um die Anfänge von Batman, der gerade in seinem zweiten Jahr in Gotham City unterwegs ist. Ein Bruce Wayne, der angelehnt letztendlich an Nirvana-Frontmann Kurt Cobain eher agiert, der sich selbst auch peinigt, der zerfressen ist mit Wut, der Suche nach Gerechtigkeit, der draufhaut, der brutal ist, der seinen Weg als eine Art Vorbild oder Licht im Dunkeln überhaupt erst noch finden muss. Ein wahnsinnig gut gefilmter Streifen mit einem ganz düsteren Charakterbild, wo man sich auch freuen darf, wo wird diese Reise noch hingehen. Also The Batman ist ein schöner Ansatz, den DC und Warner da wählen, lieber die einzelnen Geschichten zu erzählen, die aber auch richtig tief in die Charaktere absteigen, statt alles irgendwie in ein Universums-Franchise-Korsett hineinzuschüren. Mein Platz 2 bisher in diesem Jahr, in der ersten Jahreshälfte, und auf meinem Platz 1 ist Everything, Everywhere, All at Once. Die Geschichte von Evelyn Wang. Die hat einen Waschsalon, hat Probleme mit ihrer Tochter, die lesbisch ist. Der 70. Geburtstag des Vaters steht an. Ihr Ehemann will sich eigentlich von ihr trennen, traut sich es aber nicht zu sagen. Und auf einmal erfährt sie, dass sie sich in einem Multiversum befindet und es tausende, aber tausende Versionen von ihr gibt. Dass sie sich mit diesen Versionen verknüpfen kann. Dass sie Fähigkeiten besitzt, diese Fähigkeiten dieser anderen Leben zu verwenden. Und gleichzeitig es darum geht, das Zusammenbrechen dieses Multiversums zu beschützen. Sie soll eine Retterin dessen werden. Und dann entsteht ein Film zwischen so vielen kreativen, abgefahrenen Versionen von den Regisseuren von Swiss Army Man. Wenn ihr Swiss Army Man noch nie gesehen habt, solltet definitiv auch mal schauen. Super abgedrehter Film mit Paul Dano und Danny Radcliffe in den Hauptrollen. Und Everything, Everywhere, All at Once bringt uns durch so viele Welten, abgefahrene Ideen, wie man in diese Welten kommt, in die eigene Frage, was würde ich mit meinem Leben machen, wenn ich ein viel schöneres Leben könnte? Würde ich nicht einfach nur wechseln? Oder wie soll ich meine Konflikte lösen? Dabei ein Drama auch über Mutter und Tochter. Und Mann, ist dieser Film kreativ. Das ist eine Hammergeschichte. Everything, Everywhere, All at Once. Nicht von vielen gesehen. Vielleicht haben einige von euch noch gar nicht von dem gehört. Mein Platz 1 in der ersten Jahreshälfte. Soweit meiner Top 10 Filme. Und jetzt sind wir damit durch. Und ich hoffe, ihr habt ein oder zwei Filme entdeckt, wo ihr sagt, oh, finde ich spannend. Habe ich Lust drauf. Oder schreibt gerne eure Filme in die Kommentare. Und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.